Also dieses Turnier hier, das Sichtungsturnier von Berlin, das SC Berlin, ist ein starkes Turnier, ähnlich wie bei der Meisterschaft, fast so stark. Dieses, anschauen könnt ihr euch jetzt bei Hauptstadt Sport, jederzeit, eure Kämpfe angucken, die gekämpft worden sind, ein paar Ippungs, ein paar Vazaris, ein paar Jukos, also immer schauen, Judo wird in Berlin gemacht, nirgendwo anders da und vor allem bei uns. Draußen ist es kalt und ungemütlich und trotzdem wurden die Schuhe vor den Türen stehen gelassen. Das lässt wieder auf eines schließen, Zeit für das Nikolas-Turnier des SC Berlin. Über 300 Sportler fanden sich in Berlin-Hohenschönhausen ein, um am Turnier teilzunehmen. Auf 6 Kampfbereichen konnten die Jungtalente der Altersklassen U10 bis U13 beweisen, für was sie in der Vergangenheit trainiert hatten. Würfe. Feger. Halten. Die Kämpfer schenkten einander nichts. Jeder wollte am Ende des Tages das runde Stück Gold um den Hals tragen, für das er gekommen war. Am Mattenrand kochten die Gefühle über. Sowohl Eltern als auch Trainer nahmen lautstark Anteil an den Kämpfen ihrer Kinder. Doch hier wurde heute nicht bloß irgendein Jahresabschlussturnier veranstaltet. Das Besondere daran ist es ist für die Kinder der U13 das letzte Mal die Möglichkeit, U13 zu kämpfen, und dabei ist es gleichzeitig auch ein Sichtungsturnier, und nach diesem Sichtungsturnier erhalten die jungen Talente ihre Benachrichtigung für die Sportschule, sofern sie sich dafür interessieren. Eine dieser Interessierten ist die junge Maya Patani. Ich war 4 Jahre beim PSV Olympia und dann bin ich gewechselt, und seitdem gefällt mir dieser Sport so doll, dass ich sogar auf die Sportschule möchte. Ein großer Wunsch, den man bei der Teilnahme an diesem Turnier durchaus näher kommen konnte. Mirko Fischer, einer der Scouts für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, ist stets auf der Suche nach talentierten und erfolgshungrigen Nachwuchstalenten. Dieses Turnier ist eins von vier Sichtungsturnieren im Judoverband Berlin, wo wir alle Talente einladen, wo die auch wissen, dass dort die Stärksten von Berlin kommen, um zu schauen, wer ist gut, wer hat eine gute sportliche Leistung, wer empfiehlt sich für die Sportschule oder für eine leistungssportliche Laufbahn. Ja? Und wir versuchen dann auf diesen Turnieren auch zielgerichtet Kinder anzusprechen, Sportler anzusprechen, ob sie vielleicht den Weg auch einschlagen wollen. Und dass dieser Weg zwar fordernd, jedoch durchaus von Erfolg gekrönt sein kann, zeigt die Vergangenheit. Ja, und es sind auch etliche Sportler hier bereits bei dem Turnier gewesen, die auch in der Nationalmannschaft heutzutage gekämpft haben, beziehungsweise die auch schon Medaillen für den Deutschen Judobund geholt haben. Einer dieser Namen dürfte vor allem Judo-Interessierten ein Begriff sein. Laura Vargas-Koch stand selbst noch vor einigen Jahren auf den Matten des Nikolaus-Turniers und holte in diesem Jahr Bronze für das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Rio. Natürlich spielten auch in Berlin am Ende die Medaillen, vor allem für die angetretenen Sportler, eine große Rolle. Doch nicht jeder kann auf dem Treppchen landen, und Trainer Uwe Berger weiß, dass das im Endeffekt auch gar nicht so entscheidend ist. Wir haben so viele Sichtungsturniere in Berlin, 8, 9 Stück im Jahr, dass es ganz egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Alle von denen hier waren schon Berliner Meister, und ob sie jetzt einen Platz machen oder nicht einen Platz machen, ist erstmal unerheblich. Also Ziel ist es, sich zu entwickeln und Ende des Jahres zu entwickeln, und das ist das Wichtigste dabei. Na dann wünscht hauptstadtsport.tv einen schönen Nikolaus.